Der Verbundmörtel Liquix TVM ist ein Alvetta-Dübel, der bis minus 10 Grad im Untergrund verarbeitet werden darf. Es ist ein Zwei-Komponenten-Mörtel. Diese Koaxialkartusche hat innen drin den Härter und außenrum das Harz. Diese Komponenten werden über den Statikmischer gemischt und aktiviert ins Bohrloch eingebracht. Hierzu benötigen wir eine Ausrückpistole, die mindestens eine Übersetzung hat von 1 zu 17. Normale Silikonspritzen reichen nicht aus, um den Mörtel aus der Kartusche auszupressen. Für Hochlochziegel setzen wir die Siebhülse ein. Nach Erstellen des Bohrloches muss das Bohrloch gereinigt werden, abwechselnd ausgeblasen und ausgebürstet werden, damit das Bohrmehl aus dem Bohrloch rauskommt. Für die Siebhülse benötigen wir einen 16 mm Bohrer. Im Hochlochziegel empfehlen wir, ohne Schlag zu bohren. Jetzt wird abwechselnd das Bohrloch gereinigt. Mit der Reinigungsbürste kratzen wir das Bohrmehl an der Bohrlochwandung ab und blasen das lose Bohrmehl mit dem Ausbläser aus dem Bohrloch raus. Danach setzen wir die Siebhülse ins Bohrloch ein. In die Siebhülse setzen wir nach Zulassung eine handelsübliche Gewindestange ein. Handelsüblich heißt, im verzinkten Bereich müssen wir die Stahlgüte 5.8 oder 8.8 nehmen für höhere Haltewerte. In Feuchträumen und im Außenbereich schreibt die Zulassung Edelstahl A4 vor. Beim neuen Aufsetzen eines Statikmischers müssen wir erst einen Verwurf auspressen, damit gewährleistet ist, dass die beiden Komponenten vernünftig gemischt sind. Circa 10 cm pressen wir dann aus. Und ich gehe immer noch hin auf der Baustelle und mache einen Kontrollstreifen. Da können wir immer dran prüfen, ob der Verbundmörtel ausgehärtet hat. Weil wenn wir immer an der Ankerstange im Bohrloch wackeln, wissen wir nie, wann die Reaktionszeit einsetzt und es kann passieren, dass der Verbund zerstört wird. Jetzt gehen wir mit dem Statikmischer ganz in die Siebhülse rein und verfüllen gleichmäßig von innen nach außen die Siebhülse. Jetzt können wir unsere handelsübliche Gewindestange von Hand einfach in den Verbundmörtel eindrehen und lassen jetzt aushärten. Prüfen können wir, ob der aushärtet, immer hier an diesem Kontrollstreifen.